mal nachgefragt. Vorher so, würde ich sagen, der erste andersfarbige. Vor allen Dingen auch die Jungs aus Fulda mit richtig spektakulären. Nicht so da, ist manchmal erstaunlich, was da alles so passiert am Tisch. Aber hier geht das auch richtig gut los. Distanz, da will Matthias Falk ihn wahrscheinlich gar nicht zu kommen lassen. Macht, den Punkt macht er am Ende doch nicht. Auch hier wieder lang. Versucht's mit dem Flip. Letzten Jahres. Da ging es auch ins Schlussdoppel. Besseres Ende für Fulda. 3:2. Die Rückhandvariante. Aber ist natürlich. Bisschen spät dran bei der Vorhand. Starke Macht von da kommt sie jetzt zum ja, da war was ich von hier oben sagen kann, es stimmt schon, dass der zurückgeworfen wird, aber genau, und Falk, der darf sich davon jetzt natürlich nicht. Und wenn Aruna sehen. Ja, Rückschlag von Matthias. Plötzlich ist der Satz weg. Matthias Falk verliert da etwas den Faden. Ja. Dann neue Platzierung von Falk, aber Aruna kann dann aktiv drauf spielen. Sehr guter Ball. Gute Platz.
Schnittvariationen, wie er da trotzdem reinkommt in sein Spiel. Und der kam bis... Musste ihn aber schon wieder lang anschupfen. Das war jetzt mal eine andere Variante. Wieder der lange Schupf. Diesmal ist er... Wir entwickeln mit der kurzen Noppe. Und die Vorhand versucht es nochmal mit diesem langen Rückschlag. Matthias Falk ist aufmerksam, holt sich diesen Satz mit 13:11. Oh, das wird ihm richtig gut tun. Bester Ballwechsel bislang. Na klar, die Entschuldigung nach hinten raus nochmal. Der letzte war auf der Netzkante, aber trotzdem vorher schon spektakuläre Rallye. Und der ist, glaube ich, super Ball. Ja, der war fast ein bisschen zu einfach. Wichtig natürlich jetzt auch weiterhin Zeichen zu setzen. Dann kommt mit dem Vorhandflip. Ja, wir bleiben mal lieber bei Rücklage. Den erkannte. Das ist natürlich extra. Super gespielt von an den Sieg. Oh, das ist super gespielt. Auch der ist es noch nicht. Mindestens 4 Satzbälle nicht nutzen. Und auch hier. Jetzt zu Beginn des 5. auch voll da. Und das hat er mal gut geahnt. Ja.
Wieder gleiches Muster. Aber das hat Aruna natürlich auch im Kopf. Wieder Aruna. Das ist bislang. Und das bei Aruna. Holt er sich was? Und der ist es dann. Und da muss er das auch mal richtig rausschreien. Matthias Falk, nach einem schwierigen Match holt er sich dieses erste Einzel des Tages mit 11.